Sehr geehrte Frau Bundestagspräsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, für viele Menschen ist das unglaublich. Unser wichtigster internationaler Partner außerhalb Europas, die USA, wollen Strafzölle auf Stahl und Aluminium auch gegenüber engsten Partnerländern einführen. Bedeutet dies der Beginn einer neuen Handelsschrankenspirale? Die USA wissen, dass sie damit gegen WTO-Recht verstoßen, übrigens Regeln, die sie selber entwickelt und selbst mit aufgebaut und verabschiedet haben. Und sie wissen, dass die Europäische Union angemessen und geschlossen darauf reagieren wird. Alle Beteiligten wissen ebenso, dass mit den USA Strafzöllen auch Länder verlieren. Kein Land wird bei Handelsboykott Vorteile erbringen. Auch das sind diese Erkenntnisse, die durch Trumps Politik in die Absurdität führen. Und meine Damen und Herren, es ist paradox, denn das Land, das die Probleme des weltweiten Stahldumpings zu verantworten hat, ist China. Der chinesische Staatskapitalismus steht für 50% der Weltproduktion. Und China produziert so viel Stahl wie der restliche Welt zusammen. China allein hat 400 Millionen Tonnen Stahl Überkapazitäten. Zum Vergleich, die Produktion in Europa sind 220 Millionen Tonnen pro Jahr. Und das Land unterminiert mit Dumpingpreisen den internationalen Stahlhandel und ist auch von der Europäischen Union mehrfach dafür sanktioniert worden. Jetzt aber werden durch die amerikanischen Strafzölle nicht nur die chinesischen Überkapazitäten angegangen, sondern die engsten Partner der USA werden bestraft, etwa Kanada, Brasilien, Mexiko, Südkorea oder die EU. Allesamt Länder, die sich mit den USA in einer politischen, sicherheitspolitischen und wirtschaftspolitischen Wertegemeinschaft verbunden fühlen. Und lediglich 1 Million Tonnen Stahl gehen aus Deutschland in die USA. Und die USA ist, wie die EU und Deutschland, von weltweiten staatlichen subventionierten Überkapazitäten gerade bei Stahl im weltweiten Markt betroffen. Aber Importbeschränkungen sind nicht die richtige Antwort, denn die amerikanischen Importzölle werden einen Verdrängungswettbewerb international auslösen. Und ich bin überzeugt, dass einige Importbeschränkungen das Problem der weltweiten Stahlüberproduktion nicht lösen werden. Die Lösung kann nur gefunden werden, indem man sich zusammensetzt, indem man kooperativ zusammenwirkt und zum Beispiel in dem von der Bundesregierung initiierten Global Forum Steel auf G20-Ebene nutzt. Dieses Forum kann einen Kompromiss mit verbindlichen Abbaufaden erarbeiten, an dem sowohl die USA, aber auch China beteiligt werden müssen. Isoliertes, einseitiges Handeln bringt niemandem etwas. Die richtige Antwort für die Überproduktion bei Stahl lautet Kooperation, Diplomatie in Wirtschafts- und Handelsfragen und keine Zölle, meine Damen und Herren. Wir wollen und wir müssen alles daran setzen, um einen globalen Welthandelsstreit zu vermeiden. Und ich benutze die Vokabel Welthandelskrieg nicht, sondern ich glaube, das ist eher etwas, wo unser Land auch bittere Erfahrung genommen hat. Wir haben andere Vokabeln und Wörter in unserem Repertoire, dass wir das Wort nicht benutzen müssen. 90% des Welthandels, des Wachstums, wird außerhalb in den nächsten zehn Jahren außerhalb Europas stattfinden. Und wir brauchen allesamt keine amerikanische Dominanz weltweit. Ebenso wenig brauchen wir künstliche staatliche Preisgestaltung wie in China. Wir brauchen eine vitale WTO, die dafür sorgen kann, dass die bisher geltenden Spielregeln wieder eingehalten werden, und zwar von allen Partnern, auch in den USA. Und was sind die Ursachen von dem amerikanischen Handel? Große Teile der amerikanischen Gesellschaft fühlen sich als Verlierer der Globalisierung, ja, gerade in den USA, die von vielen verantwortlich gemacht werden für die weltwirtschaftlichen Verwerfungen. Die Auswüchse des globalen Finanzmarkt- und Konzernkapitalismus, gerade dieses Land hat große, hausgemachte Wirtschaftsprobleme. Die Ursache des amerikanischen Wirtschaftsabschwungs liegt in veralteten Industrien und Wirtschaftsstrukturen der USA. Da sind sich alle renommierten Wirtschaftswissenschaftler einig. Und deshalb wird bei diesem Problem eben nicht Abschottung und Ausgrenzung helfen, sondern hier braucht es Wirtschaftsförderung, hier braucht es Innovation, kluge Politik, die Wirtschaftspolitik vor Ort, regional,
dementsprechend entwickelt, wie wir sie hier wirtschaftsfördernd auch in Deutschland praktizieren. Lassen Sie mich zwei Worte noch zur Leistungsbilanzüberschuss erwähnen. Zwei Worte. Okay. Es gibt Dinge wie Niedrigzinsen, wie niedrige Energiepreise und andere Faktoren, die wir überhaupt nicht beeinflussen können als nationale Politik. Deshalb ist die Argumentation einiger Redner hier zu einfach, was das Handelsüberschuss angeht. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Bernd Westphal. Und der letzte Redner in der Aktuellen Stunde ist Ralf Brinkhaus für die CDU-CSU-Fraktion.